Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen großen Thema hier auf diesem Kanal. Und zwar möchte ich mich nochmal intensiv in den nächsten Videos mit dem Thema der Chakren beschäftigen, beziehungsweise euch natürlich darüber berichten. Und zwar mache ich das aus zwei Motivationen heraus. Zum einen, weil ich mich gerade selber wieder sehr, sehr intensiv damit beschäftige. Und es einfach nochmal schön war, indem ich die Videos für euch vorbereitet habe, habe ich natürlich mich selber nochmal intensiver damit beschäftigt, gerade auch mit der theoretischen Seite und habe wieder viel Neues gelernt. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass ich ja auf diesem Kanal immer gerne das weitergebe, was mir geholfen hat. Sowas wie Meditation und Yoga zum Beispiel. Und die Chakren bzw. die Chakrenarbeit, das hat mir auch so geholfen. Und es ist etwas, was wir in unseren Mama-Alltag so easy integrieren können, dass ich das gerne vorstellen möchte, euch zeigen möchte, wie ich das konkret mache und euch dazu inspirieren möchte, es vielleicht einfach mal auszuprobieren, mal zu schauen, ob es was für euch wäre. Deswegen wird es in den nächsten Videos darum gehen, dass ich nochmal so ganz allgemein über Chakren spreche, wie das Ganze funktioniert. Es wird auch tatsächlich ein bisschen längeres Video werden, weil ich da versuche, ganz, ganz viele Infos für euch reinzupacken, damit es verständlich für euch wird. Dann habe ich ein Interview mit meiner lieben Maren, die meine Chakra-Expertin ist. Dann habe ich einen Vlog vorbereitet, in dem ich euch zeige, wie ich ganz konkret diese Chakra-Arbeit in meinen Alltag integriere, wie super simpel und einfach das eigentlich ist. Und dann möchte ich euch noch so ein paar Bücher und CDs vorstellen, die ich da sehr, sehr gerne benutze. So sieht's aus. Das wird in den nächsten Videos kommen. Und ich hatte überlegt, 2019 eine Chakra-Challenge zu machen. Das heißt, es würde natürlich über einen längeren Zeitraum gehen und dass wir uns jedes Chakra nacheinander nochmal vornehmen, dass ich nochmal über das Chakra spreche, dass wir verschiedene Übungen dazu machen. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare, entweder hier oder dann in den späteren Videos, wenn ihr dann merkt, okay, ja, das ist was für mich, damit möchte ich mich gerne intensiver auseinandersetzen, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Ich wünsche euch an dieser Stelle aber erstmal viel Spaß mit den kommenden Videos. Bis bald!